Hallo Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Leute. Erstmal abonnieren und dann, Leute, ich mache einen Vlog mit euch, kurz vor Kampf und ja, Leute, ich bin aufgeregt. Hier bin ich, zeige euch ein bisschen mein Zimmer. Ich habe 6 Stunden gebraucht, 7 Stunden, bis ich hierher gekommen bin. Aber mein Zimmer sieht gut aus, ich bin mit Laurit Bischer. Komm, zeig den Leuten, wie mein Zimmer aussieht. Wir müssen uns kurz vorbereiten, kurz davor. Und ja, Leute, ja, ich bin wirklich aufgeregt, ja. Hier auch Badezimmer, ja, ist auch ganz wichtig. Was ist hier? Diese Badezimmer. Hier muss ich warten, habe ich gegessen gestern, wie ein Pascha so, gegessen, gechillt und vieles gemacht. Guck weiter und... Okay, Barallo. Ja. Deine Prognose für heute. Wie wird das ausgehen? Also ich denke schon, ne? Meine Meinung, erste Runde wird es gehen oder zweite Runde höchstens, ne? Und ich werde den K.O. schicken, weil ich weiß, dass ich mehr drauf habe und der ist etwa älter. Hast du dich darauf vorbereitet auf diesen Kampf? Nicht wirklich, ne? Aber ich gebe Gas und so, was ich gesehen habe auf YouTube. Denkst du, Kurt Ibo wird es schwer mit dir haben? Also ich denke, um ehrlich zu sein, ich denke, Ibo wird sich das mal ein paar Mal drehen und so, weil er ist ganz neu und er weiß nicht, wie es geht und so, ne? Wenn er so kommen wird, er wird es eben so gehen. Weil er kennt sich die Chance, ne? Und ich bin ein bisschen erfahrener. Okay, hast du dir irgendeine Taktik überlegt oder willst du auch einfach wild drauf gehen? Ich bin ehrlich, ich werde versuchen, einfach ein bisschen chillen, ein bisschen spielen, vom Weiten. Aber gucken, vielleicht da kann ich nicht schon so wegen Emotionen, Leute, weil jetzt bin ich schon aufgeregt. Vielleicht dort gehe ich einfach nur drauf. Ich weiß nicht. Aber ich weiß schon, ich werde nur ein bisschen spielen, so. So denke ich mein Kopf gerade. Was da später passiert, weißt du Gott, ne? Nein, ja, so ist es. Lieber nicht mehr. Wie viele Runden habt ihr? 6. 6 Runden? Wenn du hast, Probleme hast, weißt du, machst du halt ein bisschen nach hinten gehen, eine Distanz halt atmen und danach ein bisschen bewegen. Weil, du hast so lange Hände, du kannst hier gut auf Distanz halten. Weißt ja. Du musst mit deiner Führhand arbeiten. Mhm. Ja, er wird sowieso Angst haben. Er wird nicht direkt auf dich zulaufen. Ja, aber in diesem Moment, keine Ahnung, vielleicht kann ich das gar nicht mehr und so. Weißt du, ich gehe vielleicht nur drauf. Ja. Der einer muss mir die ganze Zeit sagen, so in der Ecke. Mach von wir sind von. Ja da. Dein Vorteil in diesem Kampf ist deine Reichweite. Ja, ne? Verstehst du? Immer deine Größe. Arbeiten und ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Kraft, oder? Natürlich. Was ist mit deiner Kondition? Ich bin tot. Wie lange hast du dich aufgewärmt? Boah, 10, 15 Minuten? Und jetzt kannst du nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wenn ihr anfängt. Gut, ich bin cool, ich bin cool. Und danach gibst du Bam. Gut, ich bin cool. Ich sag mal, wenn ich im Ring bin und so, meine Ohren gehen zu, ich kann die anderen gar nicht hören. Ich muss den Dixer sagen und so, ne? Nicht 6 Runden, 4 Runden, weil 6 Runden wird zu viel. Mit 6 Runden einer geht kaum. Mit 4 Runden kann man durch Punkte, sollte ich nicht können und so, ne? Ich werde nicht kaum gehen. Ja, aber durch K.O. und so, wenn die Runden länger sind, da gab es 3 Runden. Wenn 6 Runden kommen, da gehe ich. Nicht so lange dauern. Nein, ne? Nein. Nächster wird auch geben. Da wird nicht so lange dauern. Okay. Hat der Typ Angst, dass er verliert? Nein, ne? Nun? Wenn du ihn fragst, was ist das? Ah, nicht schwer, aber ne? Erzähl, was wir machen. Wir gehen was essen jetzt. Ein Steak, Früchte, damit das alles runtergeht. Und dann am Ende werde ich kämpfen, ja, gucken, wann es passiert. Was isst du? Indische Reis mit Gulasch und mit einem Kaczyk. Lass mich reden. Danke.
Barello, ja. Wie viele Stunden hast du trainiert oder wie viele Tage? Ich habe 15 Minuten vor Kampf gerade. Gerade hast du trainiert? Ja, 15 Minuten. 15 Minuten? Ja. Okay. Reicht das schon für Übung? Was sagst du? Ich weiß nicht, aber du musst ein paar Tage schon trainiert haben. Ich habe leider nicht. Nur 15 Minuten. 15 Minuten. Ja, ich bin gespannt auf deinen Kampf dann, ne, mit 15 Minuten. Ich enttäusche euch nicht, ja. Leute. Ja, mach ein bisschen warm, ja? Wir sehen uns nicht. So, gegessen? Gegessen schon. Ich habe ein Mädchen gesehen, ich habe mich verliebt. Was soll ich machen, ja? Passiert. Kaum vergessen, Mädchen gesehen, ne? Ja, Mann. Okay, wie fühlst du dich bis jetzt? Ich fühle mich gut, ja. Aufgeregt, 1 bis 10? 7. Schon so viel? Ja. Ja? Safe. Okay. Ja, dann entspann dich noch ein bisschen. Für wen bist du? Für dich. Ja, ich oder ich? Du weißt ich. Doch, Bruder. Okay. Du weißt. Du. Okay, Aman oder Abu Hamza? Boah, ich weiß nicht, ja, diesen Kampf, ich weiß nicht. Diesen Danke. Kampf, ich lehne mich zurück. Ich gucke einfach zu, wer wen auf die Fresse. Mann, du hältst besser, Mann. Guck mal, ich sag dir, ich eigentlich, böse Manuel müsste eigentlich gewinnen. Müsste aber? Aber Bösemann war ein sehr korrekter Typ, ja? Ich mag Bösemann. Ja, ne? Er ist immer so, der andere ist auch korrekt. Der Freund war auch korrekt zu mir und ich denke mir so, wen soll ich jetzt sein? Aber er war Albaner und so, weißt du? Aber ich sage, also ich muss sagen, Bösemann kommt mit mehr Herz, ja? Ja, ja. Er kommt mit mehr Herz, ich weiß nicht. Aber ich hoffe, dass Manu das macht. Ne? Ich hoffe, dass er das macht, auf jeden Fall. Im Endeffekt weiß man nie. Aber wir gucken, ne? Wir gucken. Aber ich will sehen, ich will den Haken heute sehen, ja? Natürlich, ich werde ihn grau schicken. Du musst nicht viel, nicht viel, bla bla. Barello, ist kurz vor dem Kampf, wir wärmen uns jetzt ein bisschen auf, ganz, ganz bisschen. Richtig, Leute. Ja. Sag mir. Erstmal nur die linke. Spiel mit der linken. Spiel sie. Und dann die rechte. Los, beweg dich raus. Sehr gut. Spiel sie. Schnell, nicht hart. Einfach schnell, ja. Und dann direkt. Sehr gut. Links. Zwei. Ja. Ich drück dich. Ja, so ist gut. Die rechte. Nochmal. Ja. Spiel mit der. Ja. Tu sie raus, ich bin rein, tu sie raus. Ja, so ist gut. Zwei. Ja, eben. Spiel sie, tritt raus. Jawohl. Und die rechte. Boah, Bruder. Wenn die knallt einmal. Du. Wenn die den Glauben nicht an dich, dann fängt es an. Oder? Aufregung schmeißt du aus dem Kopf. Aufregung schmeißt du aus dem Kopf. Immer wieder auf, Schläge im Ziel von Dudi 361. Faust. Und durch den Knockdown hat er die Runde auf jeden Fall für sich entschieden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
dass Ibo ein Meme wird. Und gucken, was dann da passiert. Bruder, guck mal, wir sind ein Team, wir sind gekommen, du bist vernünftig, ganz locker, niemand macht das, du hörst nur, niemand hat ihn. Locker, 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 nicht so hart, nicht so hart. Locker, genau. Locker. Ja. Okay, Bruder, komm, keep going! Beste Versicherung, Dings. Vielen Dank, Bruder. Versicherung, Zahnversicherung? Ja, Zahnversicherung natürlich. Und die Leute natürlich, für Ibo müssen ja seine Zähne auch machen lassen, weil ich habe ihn gehauen natürlich. Ne? Auf jeden Fall. Leute, ihr könnt auch immer zu unserer Seite kommen: www.jo-goodlife.com. Da könnt ihr eure Zahnversicherung machen, in jeglicher Sprache. Falls ihr in der deutschen Sprache nicht mächtig seid, könnt ihr einfach da eine Zahnversicherung buchen. Wie zum Beispiel Kürt Ibo, der hat auch eine auf die Fresse bekommen, so hat er seinen Zahn verloren oder sowas. Da kann er seine Zähne machen. Vielen, vielen Dank, Barello. Ja, genau. Du bist der King. Hey, Barello. Das ist 6 Uhr. Wie viel Uhr ist es? Wir haben 6-7. Wie viel? 6-7, komm. Wie geht's dir? Der geht gut, der ganze Tag. Hast du den Sieg verarbeitet schon? Ja. Wie war der Tag? Erzähl irgendwas. Der Tag war wirklich ein bisschen anstrengend, ne? Aufgeregt gewesen. Und im Endeffekt alles vergänglich. Jetzt habe ich den Kampf auch hinter mir. Ich hab, wie viele Kämpfe habe ich hinter mir? Ja, ich habe viele gemacht. Ja. Und ich werde mehrere machen. Ich werde durchziehen.
Ich werde meine Karriere mit Boxen machen. Ich werde mit Social Media und so ein bisschen zurückhalten, werde ich mich. Und ja, ich hoffe, es klappt mit Boxen. Weil mit TikTok hat es nicht geklappt. Okay, und auf welche Plattform bist du jetzt so am meisten aktiv? Ja, auf Twitch, ja. Da erzähle ich den Leuten, wie man boxt. Ja. Okay, was sollen die machen auf Twitch? Mir folgen. Und subscriben. Okay, gut. Schau mal deinen Bauch an, bitte. Schau mal, wie du da sitzt. Ich schneide das alles rein in YouTube. Und jetzt? Auch. Bist du stolz, Bro? Ja. Okay, Bruder, ein paar Stunden sind vergangen. Statement. Wie hat es sich angefühlt? Wie war es für dich? Also ganz ehrlich, ich habe ihn unterschätzt, ja. Der war wirklich gut, der war nicht schlecht. Also viele, die auf krass tun und so, ne? TikToker, dies und das, die würden gegen ihn verlieren. Oder? Was sagst du dazu? Also er war auf jeden Fall... Nicht so, wie wir dachten. Ja, auf keinen Fall war er so, nein. Nein, ne? Nee. Seine Rechte war nicht schlecht. Die hat einmal gesessen. Ja, hier, Wallah. Mein Gehirn hat eine Schütterung bekommen. Ja? Ja, ja. Nächste Pläne, irgendwas, nächste Ziele, hast du irgendwas geplant? Boah, also ich würde herausfordern, ja. Ein paar Menschen, ja, Montana Black oder so. Den hast du ja schon herausgefordert, ne? Ja. Was denkst du, nimmt er an oder nicht? Ich denke ja nicht. Irgendwas noch zu sagen? Nicht wirklich, ja, also ich habe gewonnen, seid mir gegönnt, der Sieg. Und ja, Gott ist groß. Ich hab's geschafft. Okay, und fandest du Fat Comedy stark oder Kid Ivo? Boah, ich bin ehrlich, ne? Wo ich gekämpft habe und so, ne? Bei Fat Comedy wusste ich schon, ich kann Gas geben. Weil er war der Zurückhaltende und so, ne? Er hat erst Gas gegeben, wo ich tot war. Und da war er auch selber ein bisschen tot. Aber erste Runde, der Ivo kam schon, hat nach vorne marschiert, Alter, ne? Ich habe damit nicht gerechnet. Ich sagte, er wird sich drehen und so. Also ich denke so, gleich. Mit Luft, wie war's mit Ausdauer? Nicht so gut, oder? Ausdauer ist das Ding, ja. Ausdauer, ich habe keine Ausdauer. Schwäche, ja. Ja, ja. Aber was denkst du, war's mit Kurt Ibo echt ein Leistenbruch oder? Denkst du, das war so, er hatte keinen Bock mehr? Nicht keinen Bock, er hatte keine Kraft mehr. Er hat also aufgegeben. Ja. Jo Leute, das war's mit diesem Vlog, ne, was wir gemacht haben. Also wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von solchen Videos wollt, liken, subscriben und wir sehen uns das nächste Mal. Leute, bei 10.000 Likes, ne? Bei 10.000 Likes kommt direkt nächste Vlog, Leute. Einmal ein Wort. Okay, dann verabschieden wir uns, ja? Ja, Assalamu alaikum.